ganz merkwürdig. Ich weiß, dass der im Restaurant arbeitet. Ich weiß, Also stopp, ich muss den ja dann erst wegfahren. Ja, stopp. Andreas? Ja, ich komme. Ja, Liste. Zwei. Und voll. Ja. Oh. Was? Warte, ich hol gleich den nächsten. Du holst gleich meinen, oder? Ja, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Yay. Ganz nebenbei an der anderen Haltestelle steht auch noch ein Radlader. Wo fahren wir gerade lang, Nico? Wir waren gerade auf der 7, oder? Nee, 2. Wir waren auf der Piste 6 und jetzt fahren wir die Piste 2. Hey, nein, die... Oder? Ach, egal, ist mir scheißegal. Hier bin ich, guck. Okay, Timo. Alter, ich scheiß Internet. Warte, Timo, wir fahren in die Richtung. Fahren wir zum Parkplatz gleich. Wir fahren jetzt mal nach dahin. Okay? Ja, Tim, verkauf doch mal die Pistenbullis. Nee, Tim, wir fahren zum Parkplatz. Ja, Pistenbullis. Zwei Stück. Ja, bei deinem ist die besser. Warum denn? Je weniger Tim, kannst du fahren, ich freu schon. Ist die weniger. Aber dann... Ich repariere ja gerade Pisten. Toll. Ja, mein Schild ist gerade weg. Mein Schild, die Walze ist gerade weg. Musst du dir eine neue nehmen? Tim? Okay, dann. Andreas, bist du das? Ja. Alter, schon wieder. Ja, das müsste jetzt mit Daniel. Macht jetzt einen Cut. Alle, die aufnehmen, jetzt einen Cut machen. Damit man das scheiß... Ich bin hier dabei. Juhu. Hallo, nicht die Piste. Scheiße. Ich hab die Piste gestreut. Der Salzstreuer muss nicht alles gehen. Ja, schon holt gerade neue Schuld. Timo, wolltest du nicht zu mir kommen? Ich will aber nicht drauf zur Piste. Wo bist du? Seid ihr alle? Ich bin am Parkplatz an der Station Hoga. Der Andreas fährt gerade runter und holt ein Schild. Und ich bin Piste 2. Nee, auf das Tor. Ey, was macht der da? Wer? Warum? Ja, der EDS mit der Kuppel der Sachen an. Ich glaube, der ist ein bisschen nicht normal. Wer? Der EDS. Ja, der nervt. Ja. Ja, ach nee, schmeiß dir raus, Tim. Vielleicht gleich deswegen nehmen. Ja, ach nee, war ja scheiße. Ich mach dir das extra. Ja, der hat sich jetzt hier so... Ja, der fährt mit so einem hässlichen Öl an. Ja. Aber er schreibt gerade, bei ihm wird es ganz viel lecken. Ja, bei jedem leckt es. Bei mir nicht. Mal. Warte, ich komm zu dir. Bei wem es nicht leckt, der hat einen Zaubercomputer. Bei dem leckt ein Zaubercomputer. Er leckt überall, weil Tim keinen Zaubercomputer hat. Bei mir wächst Ulm ist jetzt, bei mir leckst nicht. Jo, ich habe Geld dann. Jo, gut, das Yay, Pist, ich meine Salzstreuen. Und jetzt leckt es gerade null. Timo? Ja, Timo, ich würde sagen, die Sachen, die man mich nicht mehr verkauft, nicht mehr braucht, ich verkaufen, weil dann leckt okay, er und wer braucht noch einen Pistenbully? Ich nicht. Keiner. Doch, der Andreas braucht. Dann der verkaufe ist ich Weg. Nochmal zwei. Aber ich bin gerade mitten auf der Piste, ne? Ja, dann kann ich ihn eh nicht verkaufen. Ich bin nämlich ganz oben und ich habe keinen Bock mehr raus. Ey, Creeper Zock, hilf mir beim Parkplatz räumen. Ja, irgendwas kann ich ja machen. So. Ist der jetzt draußen? Nein. Oh. Was macht er denn? Er fährt... Keine Ahnung. Öl wahrscheinlich immer noch. Hat er überhaupt was geladen? Ja, Öl. Ich wette, der ist der... Hey, ich wette, das ist der da unten. Der ganz unten. Ja, wette ich auch. Let's...
Was, Klimin, was? Was schreibt der? Der fragt sich nicht hier. Was? Ja, der Klimin verschießt in der Straße. Oder die verfickte, je nachdem, wie man es nennen will. Oder einfach nur die blöde Straße. Straße schon mal. Alter, Team pickt den einfach. Das ist doch so lächerlich, ey, sorry. Macht der überhaupt die Pisten? Die Straßen? Ich. Der kommt hin, da fahren wir jetzt runter, oder? Wo fahren wir jetzt hin? Macht der jetzt überhaupt was? Zu dem IDS. Okay. Ein Cleaning der Straße. Ja, ich cleane jetzt die Straße auf dem Weg zu IDS. Tim steht beim Shoppen eine Walze für mich. Warte. Weil ich eine brauche. Ach so, ich soll dir eine kaufen? Ja, weil meine hast du aus Versehen verkauft. Ja, ist schon gemacht. Steht am Job. Ja, danke. Ja, scheiß Vorplatzanzeige, leg mich. Okay, das ist Andreas. Mit seinem Pistenpulli. Yay. Andreas, komm dann wieder hoch, ne? Ja, jetzt muss ich erstmal aufpassen, dass ich. Alter, da drüben sind noch nicht mal die Straßen gestreut wahrscheinlich. Nein, sorry. Ey, guck mal, was der macht, ne? Ey, sorry, da drüben ist nicht mal Schnee. Ey, will du uns irgendwie verkackern? Ey, da macht den Steuer aus. Ja. Okay. Ey, wo ist der jetzt? Ja, ich... Der ist unten am Spielfeldrand. Wo ist der? Unten am Spielfeldrand. Auf der anderen Seite von der Map. Was? Was macht der da? Straßenstreuen. Der hat angeblich Salz streuen, was ich aber nicht glaube. Doch, er macht es. Da liegt wirklich Schnee. Verarsch mich nicht. Nein, ich verarsche mich nicht. Da liegt Schnee. Ja, doch, da liegt wirklich Schnee. Er darf vom Übelstritten selber. Ich komme wieder. Wow, ey, Daniel, Andreas? Ja? Ich bin oben an Piste 2. Ich habe die Piste 2 repariert. Komm dann ganz oben zur Piste. Ja, da hinten steht sein Öltrailer. Und, ja, Daniel, fahr mich mal bitte um. Ich lieg hier. Na, gerne doch, wenn ich dich finde. Ich lieg hier. Ja, komm, hau ich jetzt einfach raus. Ein Spieler weniger, ein Problem weniger. Schaut erstmal, was der Itz macht. Und danach kann der tut Salz streuen. Danke. Macht ihr das wirklich? Ja, hier hinten liegt irgendwie wirklich Schnee. Ja, dann lasst ihn doch drin. Ja, aber hallo, der redet mit Skype, der macht irgendwelche Sachen. Jo. Und Forever Alone. Ja. Ich bin gerade Forever Alone. Warum steht hier eigentlich mit deutschen Leuten? Hallo. Wartet mal. Das Haus. Ja, der hat das Haus dahin platziert. Das Haus macht nur Ärger. Echt? Ja, ich bin gerade. Ja, guck doch, der fährt gegen Häuser. Andreas? Okay, mach ich auch. Ja? Wo bist du? Ich bin gerade bei der Piste 6. Daniel, fahr hoch! Komm mal hier zur Brücke. Und ganz oben zur Station. Okay. Da bin ich. I'm on the way to your Brücke. Ist es normal, dass der Salzstreuer 100 da fährt? Nein, das Was? Ist so, wenn er leckt. Das macht der Pistenbully dann auch. Ja. Wer war das? Und ich nehme wer zeigt hier Landwirtschaftssimulator? Ich. Aber ich glaube, das ist ein bisschen falsch auf. Wieder da. Wer macht Andrea oder wer auch immer macht die Musik aus? Ich hab keine Musik an. Ja, wer auch immer. Das ist der Spielerzauber. Ey, ich kann die Musik nicht hören. Ey, du machst jetzt die LS-Musik aus. Ja. Ich bin gar in der Landwirtschaft. Ey. Komm, das kommt. Nee, weiß der. Beste Musik ist der. Was war das? Oh mein Gott. Können wir mal den
Bier nehmen jetzt. Ah, danke. Okay, komm, schnappt euch mal alle so ein John Deere oder so ein LKW. Ja. Nein, ich kann auch Pisten reparieren. Nein, den, wir nehmen jetzt alle mal so ein LKW, komm mal bitte. Okay. Darf ich den John Deere haben, bitte? Darf ich mit dir ein Bier haben, okay? Du kriegst das, was noch übrig ist. Wer noch einen zweiten Anhänger möchte? Ich hab einen John Deere. Oh, Alter. Wer noch einen zweiten Anhänger möchte, es stehen noch genug beim Shop. Oh, ey, der macht die Musik Scheiße. Aus, gell? Mann. Wer ist es denn? Und was hat er gemacht? Es war seine Musik. Vom It? Yep. Und jetzt habe ich ihn gekickt. Ich hab mir so einen LKW geschnappt, wenn sie noch okay. Ja, auch ich hab mir den von Itz geschnappt, der schon beladen ist, ne? Ja, okay, dann bist du schon dort. Hat jetzt jeder einen LKW? Ich hab einen Traktor. In 19 Minuten. Einem Reifen gerade weg mit einer unglaublichen Geschwindigkeit gegen die Mauer. Keine Frage, ich schon der Sondier belegt. Sondier- oh, sorry, Tim. Wenn schon belegt ist, kaufe ich noch einen. Okay, ich kann. Noch, wartet mal, hier steht noch ist ein, hier ist steht, ein Little Fehler hier. Unterlaufen. Einem Treifen gegen den Wand auf einmal ist die Hälfte von meinem LKW im Dinger. In der Straße. Ja, das passt schon. Fahrt mal alles. Können wir kurz. Warte, dass ihr vorbeifahren. Ja, könnt ihr mal kurz. Warte, Tim, kannst du mal kurz. Soll ich vorbeifahren? Warte mal. Nico, was hast du nochmal gesagt? Hab ich nicht verstanden. Hm? Hast du gesagt, ist nur ein John Deere Treiber noch da steht? Na, das sitzt hier beim Tank, bei der Tankstelle. Ja, kann nicht, du meinst andere. Andere sagt. Hier steht noch einer bei der Tankstelle, wo die. Was hast du dahinter? Was hängt dahinter? Noch gar nichts. Schon na, fahr mal den mal zum Hof, mal bitte, okay? Kommt. Hier steht auch noch ein John Deere mit. Ja, Dings da oben. André, kommst du? Ich bin kurz erst gekommen. Okay. Ich komm denn sofort auf den Server in 18 Minuten, okay? Ja, André, kommst du? Versprich raus. Warte ich. André, wo seid ihr alle? Wir warten. Muss ich was transportieren? Nein, du sollst einfach. Ich nehme mir leer eine LKW. Ey, Tim, was soll ich jetzt machen? Komm mal her zu mir. Fahr mal her mit deinem LKW. Ey, wer ist die? Ey, den wollte ich gerade nehmen, Andreas. Das war aber meiner, da stand da schon. Noch genug da, Nico, was machst du? Ja, sorry, ich soll... Was? Bleib was soll ich machen? Tim, verkauf mir die Pisten, wo ich sie brauche keiner mehr. Okay. Und die Skidos. Und die Salzstreuer. Also die Skidos? Nee, die Salzstreuer brauche ich noch. Wann ist nur noch heiß oder was? Klar. Ich so nicht. So, Timo. Ja, ich nicht. Timo, wo bist du? Ich tue gerade Schnee räumen. Komm bitte. Ja, verkauf mal die Skidos-Thema. Okay. Wenn braucht noch jemand die Skidos? Nein. Alter, ich zapp immer auf meinem hässlichen LKW vorbei. Der schon irgendwie beladen ist. Ey, schon wieder, was ist das? Jetzt laufe ich. Wer läuft? So. Ach. Ich war gerade schon zum Hetzelager. Ey, nee, nicht schon wieder. Fahr noch nicht los, jetzt war doch auf uns. Ich fahr noch gar nicht los. Ich ging gerade auf dem Weg zu meinem LKW, ne? Ja, hast du ihn? Los, Mann. Ja, ich habe ihn. Ja, komm, endlich. Nico, wir fahren mal los. Die anderen kommen schon noch hinterher. Also, ich bin schon auf dem Weg. Ja, ist gut. Ja, ich sehe gerade einen von dir. Ey. Tim, du weißt, was das geil ist? Der John Deere, der wird ja irgendwann dreckig, ne? Ja. Das ist geil. Boah, wer hat da zwei Anhänger? Ich. Geil. Tim auch, oder? Nein. Ja, hat diese IDS für mich hingehängt. So von hier war. Ich versuche ihn mal dran zu hängen. Ja, mach mal. Viel Spaß. Das ist auch schwer. Ein Versuch. Da brauchst du mehr. Boah. Ich weiß. Die gebe ich mir nicht. Achtung, Straße. Wie schnell ist denn schon dir, Nico? Hä? Wie schnell bist du schon dir? 32. Kram. Ich auch so circa. Ey, der fährt, aber Moment, ohne Anhänger sind die irgendwie übel schnell, finde ich. Die Anhänger wiegen nie zu viel. Der fährt gerade 57 km/h.
Bei mir fährt er 50 wegen Leggies. Okay, dann bei mir fährt ein 100. Oh, wer hat denn... oh. Ja. Wer ist jetzt noch an der Werkstatt von euch? Ich fahr gerade von der los, okay, mit dem John Deere. Oh, wartet mal, ey, wenn ihr drüben aufgeladen seid, wartet mal, okay? Ey, ja, Mann, hier ist Heizöl. Ja. Ey, Tim. Ja. Hier steht noch einer, ein Anhänger mit zwei, ein LKW mit zwei Anhänger. Ja, das ja, ist meiner. Der gehört Andreas, glaube ich. Achso, okay. Ich habe gedacht, er ist... Nein, ich habe nur den... Andreas auch ja, ich war... Achso, der gehört... Andreas, eigentlich geht's ja hier vorne rein, ne? Nur mal so. Ja. Das ja? Wird, ja, kann man das so machen, einheitlich. Das ist besser. Ja. Ich komme nicht Heizöl fahren, sorry. Warum? Weil ich nicht bis zum Heizöl-Depot schaffe. Du, Tim, kannst du mir vielleicht nochmal eine neue Traktion kaufen, weil ich habe keinen Bock, irgendwie was Volles zu nehmen. Neuen was? Neuen LKW und neuen Anhänger. Ist keiner mehr da? Ja doch, aber der einzige, der da ist, ist noch voll. Ist schon voll. Wait. Den IDS.